Sorglos mit Risiken umzugehen, kann existenzbedrohend sein. Egal, ob Sie jetzt über die Straße gehen, ohne nach links oder rechts zu schauen und von einem oder ob Sie einen Großauftrag angenommen haben, ohne zuvor die Solvenz des Auftraggebers geprüft zu haben. Im ersten Fall riskieren Sie Ihr Leben, im zweiten Fall möglicherweise Ihr Unternehmen. Aber mit dem richtigen Risikomanagement schützen Sie Ihr Unternehmen vor Krisen und machen es vor allem deutlich robuster. Und wie man das ohne große Bürokratie macht, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Risikomanagement im Unternehmen ist zwar notwendig, aber unbeliebt. Rund 80% der Unternehmen sehen nach neuesten Studien Verbesserungsbedarf bei ihrem Risikomanagement. Und etwa 50% der Unternehmen in diesem Land betreibt Risikomanagement entweder gar nicht oder eben nur wenig systematisch. Und dabei zahlt sich gerade in Krisenzeiten wie derzeit ein systematisches Risikomanagement wirklich aus. Also wer zum Beispiel vor ein paar Jahren den Energiepreis als Risiko in seine Betrachtungen gezogen hat, zum Beispiel als wesentlicher Faktor bei der Produktion oder sowas, dass es eben Kostenfaktor ist und dafür eben zur Absicherung dieses Risikos Möglichkeiten, zum Beispiel durch Eigenerzeugung, umgesetzt hat, ist natürlich jetzt fein raus. Wer seinen Strom selber produziert, muss ihn nicht teuer kaufen, hat natürlich jetzt deutliche Wettbewerbsvorteile. Und am Ende von diesem Video verrate ich Ihnen auch noch, was passiert, wenn Sie als Geschäftsführer oder Vorstand sich nicht um das Thema Risikomanagement wirklich systematisch kümmern. Also bleiben Sie dran, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt am Ende vom Video. Wie etabliert man jetzt nun ein passendes Risikomanagement in seinem Unternehmen? Dazu braucht man zwei Komponenten. Erstens die richtige Vorgehensweise, also sprich einen Risikomanagementprozess. Das ist die technische Seite, wie man sowas macht. Und zweitens eine Unternehmenskultur, die also offen in der Kommunikation, positiv in der Fehlerkultur und wertschätzend im Miteinander der einzelnen Mitarbeiter eben im Unternehmen ist. Das ist die menschliche Seite. Die technische Seite, also der Prozess, und die menschliche Seite, die Kultur, ergeben zusammen ein funktionierendes Risikomanagement. Und wenn ein Teil von diesen beiden Teilen fehlt, dann funktioniert es eben leider nicht. Der Risikomanagementprozess, also die technische Seite, besteht damit wieder aus vier Schritten. Also einmal haben wir da Risikoidentifikation und die Risikoanalyse, das ist so der erste Schritt. Dann haben wir die Bewertung von dem Risiko, das ist der zweite Schritt. Dann haben wir eine Risikosteuerung, das ist der dritte Schritt, und eine Risikoüberwachung als vierten Schritt. Und wenn alle diese Schritte durchlaufen worden sind, dann beginnt der Risikomanagementprozess eben wieder von vorne. Es ist also ein Zyklus, und der nie wirklich fertig ist, sondern immer wenn man den fertig hat, dann fängt man wieder von vorne an, weil er eben halt wieder die Risiken neu identifizieren muss, ob man was übersehen hat zum Beispiel. Und wie man diese vier Schritte des Risikomanagementprozesses genau ausgestaltet, das verraten wir also in den kommenden Videos zum Risikomanagement. Deswegen abonnieren Sie jetzt gleich den Kanal und drücken Sie auch auf dieses Glöckchen. Dann bleiben Sie informiert, wenn wir diese Videos, diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Thema Risikomanagement wirklich veröffentlichen. Da haben Sie also nichts verpasst. Zur Risikokultur, das ist der zweite elementare Teil eines funktionierenden Risikomanagements, gehört natürlich das Risikobewusstsein, die Risikokommunikation und die Risikoorganisation. Und auch auf diese drei Elemente werden wir also in unseren Videos noch ganz genau eingehen. Sie können ja schon mal in die Kommentare reinschreiben, welches Thema von diesen drei Kulturthemen Sie dabei am meisten interessiert. Das hatte ich Ihnen ja noch versprochen, am Anfang vom Video zu erläutern, was passiert, wenn Sie als Geschäftsführer oder als Vorstand eben nicht um ein angemessenes Risikomanagement in Ihrem Unternehmen kümmern. Das ist in der letzten Konsequenz auch ein bisschen davon abhängig, also die Folgen, wie groß Ihr Unternehmen ist und welche Rechtsform das es hat. Aber in jedem Fall werden Sie in Erklärungsnöte mit entsprechenden Versicherungen kommen, wenn ein bestimmter Schaden tatsächlich eintritt und Sie keine Vorsorge oder entsprechende Bewertung von diesen Risiken im Rahmen eines Risikomanagementprozesses durchgeführt haben. Und im schlimmsten Fall machen Sie sich sogar des Organisationsversagens schuldig, mit der Konsequenz, dass Ihre Geschäftsführerversicherung nicht einspringt, sondern Sie mit Ihrem persönlichen Vermögen für die Schäden haften. Und abgesehen von einer strafrechtlichen Relevanz, die Sie sogar ins Gefängnis bringen kann.
Es lohnt sich also tatsächlich, wenn man Vorstand oder Geschäftsführer ist, das Thema Risikomanagement wirklich ernst zu nehmen und Schritt für Schritt eben ein entsprechendes System dafür aufzubauen. Wie das funktioniert, bleiben Sie dran. Wir sehen uns im nächsten Video. Ihr Axel Schröder.